Jan Wunderlich für die Fraktion Die Linke hat als Nächster das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist doch ein Antrag, der im Grunde erforderlich ist. Das heißt, wir brauchen den Antrag nicht. Doch, es stimmt, weil wir brauchen immer solche Anträge, um das Thema hier auf die Tagesordnung zu bringen, weil sonst wird es hier nicht debattiert. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite, ich habe mir den Antrag durchgelesen, habe gesagt, ist ja ein sehr schöner Feststellungsteil. Frau Brandner, Sie haben es ja hier auch noch mal dargetan mit dem Ranzen, mit dem Kinobesuch und so weiter und wie die Situation im Land ist. Hören Sie doch mal zu, mein Gott, nicht immer gleich reingrätschen. Aber was ist mit den Forderungen? Da ist dann doch wieder nichts Konkretes. Also wenn man sich den Forderungsanteil anguckt, den könnte man dann eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Wir wollen die Teilhabe von allen Kindern und ihren Eltern sichergestellt haben. Wir wollen das, was sie brauchen, ohne irgendwie konkret mal in einzelne Lösungen vorzubringen. Das brauchen wir. Ich meine, da hat Herr Müller schon richtig gesagt, so, das ist alles so ein bisschen schwammig. Vielleicht im Hinblick auf mögliche Koalitionen, die ja auch nichts Konkretes machen. Und ich meine, Herr Weinberg, Sie sagen schon, Kinderarmut ist ein gemeinsamer Kampf und wir müssen dafür sorgen, dass ein gutes Einkommen bei den Eltern vorhanden ist. Das ist richtig. Kinderarmut hängt immer auch an der Armut der Eltern zusammen. Aber warum macht die Regierung dann nichts in dieser Richtung? Der Mindestlohn ist nach wie vor zu gering. Dann heißt es immer, wir haben die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse gesteigert. Ja, sehr gut, kommt schon wieder, aber Sie begreifen es nicht. Es gibt Familien, die haben teilweise 2 oder 3 Jobs, weil sie mit einem nicht über die Runden kommen. Denn die Zahl, die Lohnzahl oder Leistung im Land ist nicht gestiegen. Und wenn man sich anguckt, seit 2005 regiert die CDU, es heißt ja auch immer jetzt die CDU-geführte Koalition. Seit 2005, CDU geführt, ist die Zahl der armen Kinder nicht gestiegen. Nur leicht gestiegen, so, nicht gesunken. Jetzt sagen Sie und Herr Koop, Sie haben ja auch eine wunderbare Liste hier aufgeführt, was Sie alles geleistet und gemacht haben, um Kinderarmut zu bekämpfen. Da kann man ja nur sagen, ja, wenn ich so viel leiste in 11 Jahren und die Zahl der armen Kinder steigt und hat sich nicht gesenkt, dann ist das ja absolutes Regierungsversagen. Ist das ja völlig in die Hose gegangen, das, was Sie da alles gemacht haben. 900.000 Kinder leben als Aufstocker in Deutschland. 900.000 Kinder, ist schon gesagt worden, der Kinderzuschlag ist ein wichtiges Mittel. Das muss ausgebaut werden, das kann effektiver gestaltet werden, es muss vereinfacht werden. Nur ein Drittel machen ja ihre Ansprüche geltend, das muss viel einfacher geregelt werden. Dann heißt es hier, wir haben den Bildungsetat erhöht. Boah, wir, CDU geführt, das ist ein Forschungsetat. Das hat mit Kinderarmut doch, weiß Gott, nichts zu tun. So, und ich sag mal, Unterhaltsvorschussgesetz, wo es heißt, da gibt es dann schwere Vorwürfe an die Regierung, weil das mit den Ländern nicht abgesprochen ist. Da kommen wir im Verlauf des Tages noch mal drauf, auf den Unterhaltsvorschuss. Aber es ist kein Vorwurf an die Regierung. Nee, das ist ein Vorwurf an die Koalition. Und zwar an die CDU-geführte Koalition. Und zwar ausschließlich an den CDU-Teil, der nämlich hier den Unterhaltsvorschuss ausbremst. Und dass wir eben gerade im Hinblick auf die 900.000 Kinder, die als Aufstocker in diesem Land leben, ein wichtiges Instrument, um diese aus dieser Hartz-IV-Falle rauszuholen. Da sage ich nachher noch was. Aber da sieht man wieder, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Jetzt kann Herr Weinberg wieder Eierkopf rufen, wie letztes Mal. Ist mir egal. Herr Weinberg, solche Zwischenrufe ändern nichts an den Fakten und Tatsachen, auch wenn Sie postfaktisch leben wollen. Seit 2005 hat sich an der Kinderarmut hier nichts verbessert in diesem Land. Und da kann die CDU-geführte Regierung, egal ob mit SPD oder mit FDP, nicht stolz drauf sein. Und im Koalitionsvertrag von der FDP, da hatten Sie damals noch drinstehen, wir werden, nicht wir wollen oder möchten, wir werden den Unterhaltsvorschuss ausbauen. Und zwar auf 14 Jahre. Sie bremsen noch im Moment, nur hören Sie auf. Aber damals haben Sie nichts umgesetzt. Wir werden, wir wollen, ach, wir möchten noch nicht mal. Das ist doch Tatsache. Danke für die Aufmerksamkeit. Göllistan Yüksel hat als nächste Sprecherin.